Wie ist es dir ergangen? Ich möchte dir nochmal für deinen Einsatz damals am Kraterberg danken. Du hast mit deinem Pokémon alle Hindernisse überwunden. Das bedeutet auch, dass ihr über eure eigenen Schwächen triumphiert habt. Außerdem sieht man euch regelrecht an, wie stark ihr auf eurer Reise geworden seid. Doch genug geredet, lass uns kämpfen. Deshalb bist du hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich deine Herausforderung an. Oh Gott, Cynthia! Ich liebe sie, aber hui, 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 ich habe Angst. Boah, der coolste Champ der ganzen Region. Kröpokadi. Ach du Scheiße. Chillig. Hat die das auch echt schon im Perl als erstes? Ja, Kröpokadi jetzt nicht so die Schwächen, ne? Kampf bringt mir nichts, Geist eigentlich auch nicht. Muss ein Flammenrad sein, oder? Ich tausche. Sollte als Schwäche Psycho haben. Oder nee, warte, Krüppuk war auch ein Pokémon ohne Schwächen. Als Flammenrad. Krüppuk setzt sich aus griechisch verborgen oder Krypta zusammen plus Spuk und hat Psychokinese. Oh Gott, ihr erstes Pokémon wird uns komplett auseinandernehmen. Fuck. Scheiße. Oh, hat als Schwäche tatsächlich nur Feenattacken. Naja, wir hätten Zauberschein, aber... Wobei... Weißt du was? Ich probier's mal. Krüppuk, als Sühne für vor 500 Jahren begangene Untaten wurde dieses Pokémon in den Spalt eines Spiritkerns gebannt. Oh, das hat gut Trivia. Bis zur 6. Generation wirkte auf Krüppuk aufgrund seiner Typenkombination keine Attacke sehr effektiv, außer mit Fee. Dasselbe gilt für Zubiris. Es nimmt Zubiris das einzige Pokémon, das sowohl gegen Konter als auch gegen Spiegelcape immun ist. Probieren wir es aus. Zauberschein. Danach können wir immer noch Heilopfer machen. Im Pokémon Mystery Dungeon Zeit Dunkelheit und Himmel spricht es über sich im Plural, weil es eine Fusion aus exakt 108 Geistern ist. Zudem hat es im Sinodex die Nummer 108. Hat eine Verteidigungsbasis von 108, wiegt 108 Kilo. Der größte Anteil des Gewichts liegt dabei im Spiritkern, den es zur Strafe immer mit sich tragen muss. Dies ist eine Anspielung auf die 108 buddhistischen Sünden, wegen derer es auch weggesperrt wurde. Dort kann es sich, also im Mystery Dungeon, kann es sich außerdem in den Spirit-Kern zurückziehen und trotzdem reden und sich bewegen. Zudem kann ich die Kontrolle über die anderen Pokémon übernehmen, indem es in die Nase schlüpft. Geil. Dafür wird nun ein Teil der Geister benötigt, der darauf hin, um das Ziel herumwabert. Es hat im Anime eine sehr menschliche und böse Lache. Jetzt wird es Zeit für unsere erste Top-Genesung. Aber vielleicht auch für Cynthia. Es ist ein Pokémon Ranger Finsternis über einem Jahr der schwächere Wächter des Schattkristalls. Es kann dort zwischen mehreren Spiritkernen hin und her teleportieren. Scheiße, das war's mit unseren tollen Verbrennungen. Okay, aber Eckbert ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Wahl hier gegen Krüppuk, wie es aussieht. Okay, nein, auf einmal macht Tiefschlag so viel Damage. Wir machen nicht so viel Damage, verdammt. Oh, da müsste ich... Wenn ich jetzt Heilopfer einsetze, dann reicht's noch, glaube ich. Oder? Ist es schneller? Nein, es ist nicht schneller. Es ist aber... Tiefschlag ist fehlgeschlagen. Aber noch ein bisschen Glück. Okay. Ja, toll. Dann hat Natsu eh nur eine Attacke und dann kommt schon die Psychokinese wieder. Oh... Mit Glück verbrennen wir es nochmal, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Glück haben. Ich meine, der einzige Vorteil ist, wir haben die Top-Genesung raus. Oh. Was sind jetzt denn noch? Spezialverteidigung. Ja, leck mich. Ah. Ich habe keine Ahnung. Psychokinese... Achso, ja, Psycho macht ja gar nichts. Scheiße. Scheiße. I don't know, was... Oh, wir sind es
von den Werten, denn 108, ne? Ja. Also sowohl Verteidigung als auch Spezialverteidigung ist beides gleich. Angriff sinkt, aber das bringt nichts, weil es Psychokinese macht. Und Psychokinese ist zu stark. Na gut, Laxus hält es noch aus einmal. Also, Punktensprung. Ja, Tiefschlag macht der Drecksack. Aber macht auch nicht so viel Damage, also... Okay, und jetzt ein Top-Genesung nochmal. Oh, du hast... Okay. Gastrodon. Aber Krippuk ist fast vorm Verrecken. Also der wird nicht mehr so viel machen können. Ein Tiefschlag und das war's. So, Gastrodon, vielleicht kannst du Erdbeben, deswegen... gar keinen Bock dagegen. Machen wir dich mal schwach. Oh ja, Drecksack. Setz mir mal Fliegen ein. Ich will wissen, was für eine Attacke du machst. Stilwasser, okay. Oh, das macht ja echt gar keinen Damage. Felsgrab kannst du auch. Okay, Felsgrab ist anscheinend sehr effektiv, aber doch nicht so effektiv. Initiative sinkt. Hä? Oh, was trägst du denn? Bitte nicht Überreste. Auch noch Überreste. Ach du Scheiße. Wir könnten ein paar Mal Sturzflug machen und so, aber... Oh Gott, heftig. Ja, dann machst du nochmal einen Felsgrab oder so. Gut, also das ist jetzt ein echtes Hin- und Her-Geheile dann. Ja, Überreste. Ich glaube, ich könnte einmal Fliegen einsetzen. Erstmal, warum macht das dann Siedewasser? Okay, Überreste, dann kommt einmal Heilung von uns und dann kommt ein Sturzflug. Obwohl, es jetzt letztlich ist. Oh, ein KP! Oh, okay, Shalulu hält durch. Ehrenvogel. Aber wir sind verbrannt. Aber es heilt! Shalulu, Alter. Jo. Jo. Du erfüllst mich gerade mit Stolz. Nicht so wie Natsu vorhin. Hier, nimm die Heilung. Mehr als verdient. Holy fuck. Shalulu ist sehr dankbar. Fällt's gerade wieder. Ja. Uncool. So, Initiative sinkt zum dritten Mal jetzt. Das ist heftig. Und jetzt kommt ein Sturzflug. Oder ich setze, ich heile noch einmal. Jetzt haben wir gerade eine ganz, ganz okay Phase. Ich meine, es macht uns langsam, aber hier können wir heilen. Und das ist okay. So, und jetzt könnten wir eventuell noch mit Glück mit einem Sturzflug das Vieh killen. Und wir sind immer noch schneller, heftig. Ja, oh, nice. Sehr gut. Und wir konnten dadurch einfach auch noch heilen. So, Erfahrungspunkte. Milotic. Ja, da haben wir unseren Elektro-Ritzel. Auch sehr, sehr cooles Pokémon. Milotic setzt sich aus, wie im Englischen, Venus von Milo zusammen. Aesthetic, Aquatic oder Exotic. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Milotic ist das schönste Pokémon der Welt und diente schon als Model für vielerlei Kunstwerke und Skulpturen. Und hier muss ich den Funkensprung machen. Oh, danke für das Ausweichen. So, Milotic ist das einzige Pokémon, das sich durch den Schönheitsgrad entwickelt.
Es ist das einzige Pokémon, das sich in einem Spiel auf zwei verschiedene Wege entwickeln kann. Also einerseits Schönheit, andererseits... was ist das andererseits? Also es entwickelt sich aus Barschwar. Tausch mit Schönschuppe. Warum ist es denn verbrannt? Keine Ahnung. Ich gehe auf Nummer sicher. Wir machen die Top-Genesung. So, seine einzelnen Statuswerte sind ähnlich von den Gyarados. Das haben wir ja schon mal vorgelesen. Laut Pokédex werden außerdem beide Pokémon vom Streit und Konflikt angelockt. Während Milotic jedoch versucht, die Streitenden zu besänftigen, verursacht Gyarados nur noch mehr Zerstörung. Wenn das jetzt gerade durch Feuer gerade so ein bisschen leidet, können wir ja die Zeit nutzen und so ein bisschen unsere Pokémon heilen. Das klingt gut. Ah, es hat Genesung, okay. Ist aber nur fair. Ist nur fair. Genesung heilt die Verbrennung nicht. Es nimmt man weiter kontinuierlich Schaden. Und dann setzen wir jetzt noch... Setzen wir einen Top-Beleber für Eckbert ein? Ich will es eigentlich nicht. Ich will einen normalen Beleber allerhöchstens einsetzen. Top-Beleber machen wir dann... Können wir immer noch, wenn wir Eckbert sind... Einsetzen, dann passt es. So, Siedewasser. Oh nein, aua. So, Siedewasser könnte uns jetzt halt echt gut wegklatschen, aber... Ne, komm, Funkensprung. Wenn es uns jetzt verbrennt, dann sind wir am Arsch. Wir haben 14 Leben und... Ah, okay, wird knapp. Halt es sich? Noch nicht. Funkensprung. Verbrennung, schade mit Lottik. Wir haben 14 Leben und wir haben 3 Leben. Okay. Sehr gut. Dann wissen wir doch, was wir tun. Top-Genesung. Zum Glück haben wir so viele, ey. Melotic setzt Siedewasser ein. Aber wir weichen aus. Ah, wir sind cool. Dass das Ding halt Level 63 ist, ist hart mies. Und Funkensprung. Hast du jetzt schon gesinnige Genesung ein? Okay. Ab der Hälfte vom Leben, krass. Ist sehr effektiv, ja, es bringt mir nichts, dass es nur sehr effektiv ist, wenn es trotzdem wenig Schaden macht. Leute, ich setze mal Siedewasser ein. Yay. Gut, das war jetzt... Das hat nicht so stark reingeklatscht wie das letzte. Oh, aber der Funkensprung hat gut reingeklatscht. Vielleicht... Okay, es war ein Volltreffer. Also entweder das... Wir könnten jetzt mit einem Voltwechsel hart reinklatschen. Obwohl, nee, Voltwechsel macht ja gar nicht so viel Damage mehr. Aber es setzt Genesung ein, war ja klar. Boah, das ist ein sehr langer Kampf. Oh, genau, deswegen ist Cynthia einfach Bay. Und das ist sehr gut, dass Milotic immerhin verbrennt, ne? Das ist sehr großer Vorteil. Der hatte doch früher irgendwie so einen Wasserring-Attacke, aber die mag er jetzt irgendwie nicht. Ja, gut, ist mir egal, ob wir jetzt diesmal verbrennen. Blöd ist halt nur, dass unser Funkensprung nach dem Verbrennen kommt. So... Und wieder Top-Genesung einsetzen. Ah, Milotic sollte eigentlich 5-mal nur Genesung haben, ne? Die Genesung hat 5 AP. Oder? Nee. 10 hat's. Maximal 16. Früher hatte es 20. Okay, es ist im roten Bereich. Kannst nicht mehr? Willst nicht mehr? Es will nicht mehr. Oder es kann nicht mehr. Eins von beiden. Soll mir recht sein. So langsam reicht's nämlich. Danke. So, Roserade. Ja. Endlich mal was Entspanntes als Gegner. Das konnte man früher mal sehr gut wegklatschen.
Wird jetzt trotzdem wahrscheinlich zwei Attacken brauchen, aber hey, ist mir ist okay. Schamrad. Ja, zwei Attacken. Och nee, Alter, Gift. Und noch mehr Gift. Yay. Okay, wir haben noch 43 Leben, das heißt nochmal ein Flammenrad. Ach, jetzt hast du nochmal eine Top-Genesung, okay. Naja, so, nö, hau raus, also soll mir recht sein, besser als bei so einem Melodic-Scheiß. Oh. Okay. Dann können wir jetzt nochmal zu Eckbert wechseln und, was, nochmal Heilopfer? Wer will denn Yachi? Nee. Darfst im Team bleiben. So, Krippok. Scheiße. Ich muss es schnell killen. Womit haben wir es denn vorhin angegriffen? Wahrscheinlich Sturzflug, ne? Machen wir Sturzflug einfach schnell. Und danach können wir immer noch zu Dings wechseln. Außer sie macht jetzt einfach nur ein Wechselspielchen. Also Psychoterror. Ne, ich glaube, wir haben es tatsächlich vorhin mit Sturzflug angegriffen. So. Ja, okay, cool. Gut, ist Krippok auch schon mal weg vom Fenster. Oh, es hat nur 10 Rückstoßschaden gemacht. Sehr gut. Lucario. Ja, hier wechseln wir. Und zwar zu... Nein! Warum ist es hochgegangen? Ich habe es nicht auf hoch geklickt. Och, Alter, was soll denn das? Ich habe nicht auf... Ja, toll. Ja, dann nehmen wir halt Mew als Heilungsopfer. Ja, wir haben immer noch zwei Top-Beleber, also. Au. Ja, ich meine, wenn wir jetzt schneller sind, dann Lake. Und wenn wir nicht schneller sind, dann soll es halt verrecken. Piu. Oh nein. Wobei, Kampf... Ja, okay, nee, Kampfstahl bringt jetzt sich schon Feuer an. Oder eine Kampfattacke. Ich mache einmal Flammenrad und dann Nahkampf. Schmied macht was hoch. Spezialangriff? Oh nein. Okay, nee, zweimal Flammenrad passt auch. Gut. Ich dachte, es wird dann weniger Damage machen oder so. Und dann hätte er tatsächlich Nahkampf gereicht, um den kaputt zu hauen. Aura! Oh! Das hätte uns gekillt! Der Bastard! Au! I don't like this. I really don't like this. Ein Knackrack, na toll. Ich probiere was. Und ich hoffe, dass wir schneller sind. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so in die Ecke gedrängt worden bin. Also erstmal Bedroher-Vorteil. Und ich mache tatsächlich jetzt mal die Donnerwelle und bitte. Oh, es hat Erdbeben! Warum hat jedes scheiß Ding Erdbeben? Fuck!
Ja, dann ist nahezu auch useless. Shalulu. Einfach, dass das normal hier Angriff gesenkt wird und Erdbeben. Wie dumm. Ich muss Sturzflüge machen und so. Schwertanz, okay, das hat dann auch schon wieder die Angriffssenkung minimiert. Oh nee. Rauhaut. Fuck. Wir müssen es mit Sturzflügen versuchen zu beenden. Okay, 13 Leben. Ich weiß nicht, ob das sich durch Sturzflug selber killen kann. Oh, das war gut. Ah ne, durch Rauhaut sind wir eh gekillt. Wenn sie jetzt kein Top-Ding hat, er könnte schneller sein. Halte durch. Oh, Cynthia, guck mich nicht so an, du Queen. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe zu viel Spaß, um aufzugeben. Komm, bitte sei schneller. Sie hat Top genesen, warum? Scheiße. Ja, dann, gute Nacht oder so. Natsu wurde auch besiegt. Ja, scheiß die Wand an. Mal Loki. Setzen eine Top-Leber ein. Auf Shalulu? Dass ein Staraptor jetzt echt eventuell hier der King wird, das naja. Und dann setzen wir noch Eckbert ein und der soll auch nochmal. Oder soll er jetzt. Nee, der wird unsere letzte Chance. Oi. So, Angriff ein bisschen senken. Ich muss zwei Sturzflüge rauskriegen oder so. Drachenklaue. Er ist aber ein bisschen gesenkt vom Angriff, macht trotzdem uns auf 112 runter. Jetzt mit Rauhaut und Sturzflug. Oh! Shalulu wurde verletzt und Rückstoß. Okay, aber pass auf, wenn wir jetzt, weiß nicht, Top-Genesung nochmal einsetzen und sie hat auch nochmal eine. Wie viel denn? Wieso hat die so viel? Das ist doch krank. Das ist illegal. Das ist wirklich illegal. Warum? Hallo? Nein. Okay, einmal ausweichen. Gut, aber... Wir nehmen eh zu viel Schaden durch hier Rauhaut und Rückstoß. Also nochmal Sturzflug. Drachenklaue. Das überleben. Wir haben 49 Leben. Wir könnten die Attacke... Ah, oh, warum kein Volltreffer? Ey, mach doch. Wenn die jetzt nochmal einen hat, dann flippe ich aber aus. Ah nein, wir sind doch tot. Scheiße. Okay, aber wir haben noch einen Top-Leber. Falsch, nicht Top-Genesung. Okay, sie scheint kein Dings zu haben. Erdbeben, damit kann ich leben. Eckbert lebt! Eckbert lebt! Ja, dann einfach, wir haben eh einen Move frei. Auf Natsu einen Beleber. Vielleicht kann er was reißen. Alter, was ist denn das für ein Kampf? Der geht 25 Minuten! Hör doch auf! Unsere AP, unsere schönen AP. Oh, aber wirklich mit allem, was wir haben.
Wie viel hätten wir nicht genau zwei Doppelleber gehabt? Dann wär's das, Oh. Es ist weg. Es ist einfach weg. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer und jetzt bist du bereits der stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuer Champ. Oh, danke, my Queen. Das war ein ausgezeichneter, ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt und sie mit ruhiger Hand zum Sieg geführt. Was für ruhiger Hand? Ich sterbe! Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Du hast erneut bewiesen, dass du an der Seite deiner Pokémon jedes Hindernis überwinden kannst. Das hat unser Kampf deutlich gezeigt. Damit steht die Krönung des neuen Champs der Sinnoh-Region bevor. Komm, nimm den Aufzug. Alter, ich schwitze. Und dabei stehe ich als Trainer eigentlich nur da und rufe so, jetzt mach das und stirb nochmal und... Der Raum, der vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Moin, Prof. Peter, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, Sie sind auch hier, Professor Eibe? Natürlich. Ein Kind, dem ich ein Pokédex anvertraut habe, kommt so weit. Ja, es ist selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhms werden möchte. Und auch ein bisschen davon abkriegen möchte, weil immerhin habe ich ihm den Pokédex gegeben und ihn zu diesem Trainer gemacht. Peter, ich sollte dich nicht mehr ein Kind nennen. Du bist ein wahrer Teenager. Professor, Sie irgendwas Enthusiasmus den Kindern in ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Ist das nicht ein bisschen illegal? Peter, hier entlang, bitte. Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Also, es ist lange her, seit ich diesen Raum zum letzten Mal betreten habe. Zuletzt war ich hier, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Peter, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaften für alle Zeit festhalten. Bis der Spielstand gelöscht wird. Und die legendären Pokémon, die waren okay, aber die haben wir jetzt doch nicht so gut, so krass gebraucht. Welcome to Ruhmeshalle. Und das ist einfach Schalulu hier. Also, dass dieses rausgezogen hat, das hätte ich nicht gedacht. Alter, Team Fairy Tail hat's mal wieder geschafft. Das war wahrscheinlich dramatischer als Sunny. Und Eckbert, das geheime Mitglied von Team Fairy Tail. Und natürlich. Da seht ihr die ID: 20 Spielstunden. Stonks, easy. Ist okay. Kann man so lassen. Guck mal, die Perle leuchtet. Also, auf jeden Fall. Was gibt's zum Fazit zu sagen? Es ist sehr schön umgesetzt worden. Pokémon Perle haben wir ja damals schon. Oder Platin haben wir damals schon gespielt. Ja, es ist schön, es ist ein Stück Nostalgie, es ist ein bisschen schwer. Aber ansonsten, also Pokémon Generation 4 ist mein Liebling einfach. Ich feier's. Es ist so toll, es ist ein Stück Kulturgut, die Musik ist schön, die Musik ist vor allem schöner geworden. Das muss man auch hinzufügen. Und ja, also generell, Pokémon macht einfach Spaß. Es muss man mal gespielt haben. Auch wenn ich das vorneueste habe ich nicht gespielt. Schwertenschild sollte ich mal machen. Oh. Aber tatsächlich war es dann auch mit dem Projekt. Also ich werde jetzt nicht noch extra dieses Zeug machen. Es gibt so viel zu spielen, so viel zu tun. Und
Ah, das ist herrlich. Deswegen jetzt einfach noch zurücklehnen, das Outro genießen. Spaß haben. Und entspannen. Ende. Und wir sind zu Hause angekommen. Ja. Ach. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Projekt. Euer Hans und Peter. Ciao.